So, wir befinden uns bei TAFEC und es geht um Dellofil. Das ist diese Portionierer-Abfüllmaschine, das wir jetzt kurz präsentieren. Und wir sehen hier erstmal den Behälter. Das ist dieser Behälter aus Edelstahl und da kriegt man 10 Liter Eis rein. So sehen wir hier. Und da unten sehen wir, wo Eis geht durch in den Dellofil. Erstmal geht es um Eis in den Behälter reinzutun. Da müssen wir den Deckel da drauf haben, dass Eis nicht rausfließt. Und bei der Eismaschine nehme ich also meinen Eis raus, so wie normal. Ich produziere meinen Eis und mein Eis kommt nicht in meinen 5-Liters-Behälter rein, sondern in diesen Behälter bis 10 Liter habe ich da drin. Da kommt mein Eis rein. Ich kann auch hier in diesen Behälter kann ich Nüsse, Kekse und anderes reintun, zum Beispiel Stracciatella. Und wenn ich Schoko machen will, kann ich das jetzt reintun. Dann ist mein Eis jetzt rein in diesen Behälter. Ich setze diesen Behälter oben drauf auf Jellofil, nehme den Deckel ab und dann habe ich Behälter oben drauf und von hier unten kriege ich ja meinen Eis raus, die ich in den Becher fülle. Und wir haben erstmals den Deckel, der aus Vakuum ist. Diesen Deckel muss erst eingefettet werden dann, weil sonst wird das nicht zu schonend für die Dichtung und dann haben wir nachher keine Vakuum. Also das ist mit Vakuum, womit diese Jellofil arbeitet. Und diesen Deckel setzen wir in den Behälter rein und drücken dann bis ganz unten, wo wir unseren Eis haben. Wir haben diesen Knopf hier, dann erstmals drücken wir also den Behälter, den Deckel in den Behälter rein, tun wir rein. Und wenn wir unten beim Eis sind, dann setzen wir diesen Stoffel oben drauf. Und hier kommt dann Eis raus. Jetzt kommt raus, wenn ich mit meinem Pedal steuere. Sobald ich drücke auf den Pedal, kommt Eis in meinen Becher raus. Nehme ich ab von Pedal, dann hört sofort Eis auf zu laufen. Es ist eine ganz kompakte Maschine, die ist nicht so besonders groß, passt in somit fast jeden Labor ganz einfach rein. Ich brauche keinen Starkstrom, normal 220 Volt, also nicht viele Anschlüsse, eine ziemlich einfache und kompakte Lösung, die meine Arbeit ordentlich erleichtert. Jetzt zeigen wir, wenn wir sind fertig mit unseren Bechern, wenn wir die Becher gefüllt haben, was am Ende habe ich dann? Dann habe ich meinen Behälter, den nehme ich ja hier raus. Der ist jetzt leer, weil jetzt ist ja mein Eis in meinen Becher gefüllt. Denn Behälter zusammen mit Deckel kann ich die sämtliche Teile in den Geschirrspüler mit sauber machen. Und dann haben wir den vorderen Arm, wo die Teile ist, was wir dann auch brauchen zum Saubermachen. Es ist nicht so besonders viele Bestandteile. Es macht die Arbeit somit auch einfach, dass ich keine komplizierten und
und keine lange Arbeitsvorgänge haben. Und vor allem meine Becher zu füllen, geht ganz hier, sehen wir so den oberen Deckel von dem Arm. Hier haben wir einen Kunststoffteil. Und in diesem Teil läuft so. Das war also die Bestandsteile, was wir haben. Also es ist nichts besonders viel. Es ist nicht besonders kompliziert. Der ist hier aufgehängt. Und das kann ich alles ganz einfach sauber machen. So, jetzt haben wir gezeigt, wie man das alles auseinanderbaut. Und wenn es wieder sauber ist, wieder zusammen zu bauen. Dann habe ich den unteren Teil und das ist ein Arm. Und hier auch nicht zu vergessen, dass die Dichtungen immer mit Fett reintun. Das schont das Material immer. Also, wir haben das gleich wieder zusammengebaut. Wie Sie sehen, das geht alles sehr zügig, keine großen Aufwand dabei. Ja, und so ist jetzt Yellowfell wieder zu erkennen. Jetzt sieht man, wie sie wieder in seinen erkenntlichen Lage aussieht. Wir haben das Mundstück, was reinzutun. Wir haben den Behälter. Und das war das Ganze. So einfach geht es mit Yellowfell. So lassen Sie sich auch Ihre Arbeit mit Becher zu füllen erleichtern. Bis demnächst. Dankeschön.